Ja. Ja, ich frage mich ja wirklich, wie das Sniper-Gewehr in unserem Auto funktionieren soll. Wir werden es bald sehen. Wieso habe ich hier schon das Neuzeichen? Ach, ich habe jetzt schon eine bessere Sniper. Verringert die Nachladezeit um 25%. Und die Harpune? Eine bessere Harpune? Rückzugsspule. Oh, Geschwindigkeit und Geschick. Die Harpune kann schneller nachgeladen werden und unsere Leben sind nicht mehr ganz so gefährdet. Ja, wäre auch cool gewesen. Kostet uns alles zu viel. Oh, Moment. Da gab's noch was. Was haben wir hier? Abwehrstacheln. Wollen wir nicht. Was ist das? Was gibt's da als Neues? Ah, hier. Ach, die kann man. Ich glaube, das sind die, die man sich bei der PlayStation per DLC-Code freischalten kann. Ah, das gefällt mir fast besser. Oder? Hoppala. Nein. Komm wieder her, kühler Figur. Nee, wir nehmen den. And ready for action. I'd say we have gained us an upper hand. Ja, eine Runde driven. Ab geht's. Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Unten gedrückt halten. Ah, okay, er stellt sich dann doch hinten drauf. L1 halten zum Zielen. R1 schießen. Ach so, er hat zwei Feuer. Ah, hübsch. Yes, my fingers were controlled by forces. Hä? Das ist noch ein bisschen seltsam. Wieso zoomt er denn automatisch dahin? Jetzt hat. Gab's hier noch was? Gibt's hier noch was zum Kaputtschießen? Ablegen, Steuerkreuz nach unten halten. We got it, Dead Baron's Pass. The jaw? Only the recon. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das sehen will. Aber erstmal gibt's hier vielleicht noch irgendwas in der Nähe. Ja, das liegt doch relativ auf dem Weg, ne? Und da ist auch schon eine Schanze. Ist das eine Schanze? Ja, nee. Das hat einfach nur wehgetan. Ja, geh mal reparieren, wenn wir schon stehen. Nicht? Okay, dann nicht. Stimmt, wir hatten ja Nitro, ne? Run, you mongrel! Nicht abhauen. Jetzt mit Nitro komme ich da auch endlich hinterher. Oh mein Gott. Ach, der arme Kerl. Lebt er noch? Kann ich den jetzt hinter mir herziehen, oder was? Also wenn der noch gelebt hätte, das hätte mich schon gewundert. Ja, ziehen wir noch ein bisschen hinterher, wenn wir schon dabei sind. Fahren ihm da noch das Auto kaputt. Wird uns ja immer noch als böse markiert. Und als Überraschung? Oh, okay, unser Tank. Unser Belohnungstank fliegt gleich in die Luft. Jetzt muss ich nochmal aussteigen. Für 5 Schrott. Na gut. Weiter geht's.
schon makaber. Ich weiß auch nicht, warum mich das gerade so belustigt. Wir lassen ihn mal nicht länger leiden. Hol uns doch den Schnellreisepunkt. Schau mal, wie man da hochkommt. Ah. Okay. Dann da hoch. Oder auch nicht. Ach so, klettern, X. Mal wieder halten. Ah, da kommen wir nicht hoch. Elf Schrott. Aha. Was haben wir hier noch? Haben wir da draußen auch was? Ja. Immer diese Spürnase von mir. Zusatzkanister. Ich weiß gar nicht, wie viele Kanister wir... Ich glaube, es ging immer nur einer, den wir in unser Auto packen konnten. Ach, da war auch einer gewesen. Oder ist er schon wieder gekommen? Das kann natürlich auch sein. Gibt es noch ein bisschen Munition? Nimm das mal wieder mit. Ich bin mir nicht sicher, wie man das aktiviert. Soll ich mich da einfach mal reinsetzen? Einsteigen? Und jetzt aufwärts. Ahaha, ich muss erst den Tank auffüllen. Deswegen. Ach Mann, wir haben das noch gar nicht aktiviert gehabt anscheinend. Wir müssen hier erst ein bisschen Benzin reinschütten. Oder auch nicht. Wie mache ich das denn? Wo muss ich denn mein Benz reinfüllen? Wenn man das wüsste. Ich habe hier den Kanister. Der Schlauch führt halt eindeutig dahin. Ja, das war keine gute Idee. Ha. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Abkürzung. Nehmen wir die Seilrutsche, weil da war noch Schrott. Hui. Schon haben wir alles. Oh, der hat uns, glaube ich, gesehen. Er steigt sogar für uns aus. Damit wir auch richtig schön sein Auto zerstören können.
Der weiß noch nicht wirklich, was er da oben will, ne? Aber sein Vorteil war es auf alle Fälle nicht. Ah! Oho! Na, das lässt aber Zeug fallen. Sehr schön. Da lohnt sich sogar der Kleinkram, ne? Kleinvieh macht auch Mist. So. Eieiei, bis dahin hat es geschleudert. Wie sich Chum Bucket gefreut hat. So, wo wollten wir hin? Ah, das liegt auch gerade so schön auf dem Weg. Ach so, das ist irgendwo in der Pampa. Hoppala. Wie sie gleich zu hupen anfangen. Hey. Ich will dich da runterschubsen. Und. Hui. Nice. So, war das andere Auto? Ach, da ist es. Ja, bleib mal stehen. Ich wollte dich nicht nur anschubsen. Au. Ah. Au. Stecken wir wieder fest. Ah, geh weg. Überhol mich halt jetzt endlich. Oh, da war noch einer. Oh, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Das war noch nie eine gute Idee. Wieso machst du das immer? Mein Auto ist fast kaputt. So. Reparier mal ein bisschen. Aber schön, dass du dich immer so freust. Oh, da. Wieso? Ah! Oh, was? Wir sind gleich tot? Wieso? Nein! Oh. Ernsthaft. Er hat mich totgetrampelt. Max lädt die Schrotflinte automatisch nach, wenn Munition zur Verfügung steht. Sehr schön, Max, danke. Dann lasse ich das nächste Mal nicht so schnell besteigen. Das geht nie gut aus für dich. We're going to Dead Baron's Pass. The jaw? Only to recon. Oh. Ernsthaft? Na dann ab. Ich will da runterspringen, wenn ich schon mal da bin.
shoot! Hey, first! Woo! Hier haben wir noch eine Vogelscheuche. Den nehmen wir gleich mit. Reparier mal bitte unsere Karre. Keep an eye on the car. Genau. Wenn ich hier ein bisschen Schrott einsammle. So. Ah ja, das speichert natürlich nichts davon. Na gut, na gut. Dann nicht. Das will ich ja jetzt auch nicht zumuten. Schauen wir uns lieber mal diesen Kiefer an, von dem hier immer gesprochen wird. Los! Falle! Wenn es hier schon wieder so leuchtet, dann habe ich hier sofort zwei Sniper im Blick, ne? Ja. Wow, die sind halt echt zielsicher. Ach, das ist ein Lager? Wieso? Wir wollen gar nicht zum Lager. Unsere Verteidigungslinie verstärkt. Okay, na gut, jetzt können wir es eh schon versuchen. Wenn wir schon dabei sind. Das hat uns wohl eher mehr wehgetan. Huh. Geh weg. Wir müssen ihn richtig treffen. Am besten mit. Ach, wir haben gleich den Reifen kaputt geschossen. Und wir fahren mal wieder richtig schön an ihm vorbei. Kamera, du tust mir nicht gut. Kommen wir jetzt in die Kolonie auch noch entgegen? Oder sind wir einfach nur auf einer Kolonie-Route? So, böses Auto. So. Hier noch schnell den Schrott einsammeln. Er repariert schon wieder brav unseren Wagen. So, dann schauen wir uns mal an, was wir da zu Kleinholz bearbeitet haben.